Ah, ich sehe gerade ziemlich emo aus in dem Look, was mich ein bisschen komisch... Was nicht komisch? Was mich ein bisschen irritiert, aber hallo, ich probiere was aus. Und zwar sehe ich ganz oft den Musik-YouTuber Dylan Tall Sheaf. Ich sehe den ganz oft Tutorials machen, wie man den Stil anderer Produzenten imitiert oder auch Livestreams, in denen er sich an Genren ausprobiert, die ihm nicht bekannt sind, wie jetzt zum Beispiel Russian Hard Bass. Ich mache mal was Ähnliches. Ich probiere Sachen aus. Also, ich wollte einfach nur mal meine Musik machen. Ich sollte meine Kamera eigentlich positionieren. Und ja, ich wollte das Ganze mal dokumentieren. Ich habe mal eben gefragt in einem Video, ob ihr mir vorschlagen könnt, was war. Währenddessen habe ich mich zum Emo gemacht. Und Leute, 56 Kommentare nach, das Video ist nicht mal 2 Stunden da. Und dann haben meine anderen Remixes, zum Beispiel die ich an Silvester hochgeladen habe, Leute? Also ja, schauen wir mal in die Kommentare rein. Excision, Jaws, Dubloads, Bass House, Dubstep Rhythm, San Holo, Pink Guy, Future House. Bitte lesen, ich kenne deinen Kanal nicht so gut. Oh mein Gott. Ich kenne deinen Kanal nicht so gut, hab dich jetzt aber über das neue Video von Panda Eyes gefunden. Genau, können wir über Panda Eyes reden und dass ich in seinem letzten Video drin war? Ich meine... Danke für die Werbung, YouTube. Ich verdeck gerade sein Gesicht. Warte, ich bin mal hier. Da. Perfekt, Daniel. Mach mich mal hier unten. Was geht ab? Können wir mal über sein Grinsen reden? Oder auch zum Beispiel, wie er abgeht, wenn er The Drop hört? Wartet. Drums are good. Drums are good. Der Drop hat nicht mal angefangen und schon so gleich auf das Gesicht schauen. Okay. Und dann? Daniel, ich muss echt sagen, das ist geil. Ich finde das geil. Cringy, aber geil. Weiter nochmal. Ich musste mir gleich das Video verlinken, ist nicht schwer anschauen, weil mich das auch ultra nervt schon, wenn ich sehe, dass andere gute Producer nicht ordentlich verlinkt sind. Boom. Falls du allerdings wirklich was Neues machen willst, kannst du dir mal die neue EP von San Holo anhören. So, das war's. Like. Don Diablo. Alan Walker, San Holo. Bass House. Virtual Riot Disintegrate. Oh Gott, das habe ich glaube ich noch nicht gehört. Was? Genau. Für meinen Geschmack definitiv viel zu melodisch und ruhig, aber definitiv was zum Ausprobieren. Linkin Park und K-Pop. Martin Garrix, Bass House. Cashmere, Big Room, Genre Extra Tone. Extra Tone kenne ich gar nicht. Was? Okay, nein, danke. Sean Wasabi. Leute. Schreit der nicht Sean Wasabi oder? Deadmau5, Virtual Riot, Garrett. Oh mein Gott. Garrett Williamson, keine Ahnung, du kennst, macht aber super Musik. Android 52, Moe Shop, Bootleg House, Psytrance, Timmy Trumpet, Artist EDX, CRL, mach mal Hardstyle, Girl, Dead Adam, cooles Video, ein Bär, cooler Kommentar bei Flo. Aber ich fand auch den Vorschlag von Flo ganz cool, Must Die auszuprobieren, weil Must Die ist auch so ein Produzent. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt in den Stil von San Holo jetzt bewegen. Höre ich mir mal seine letzten Tracks an. Oh, ist ja gar nicht ausgelutscht, das Regenbogen auf dem Profilbild. Das ist so, ich würde sagen, Future-based mit sehr vielen Pop-Elementen. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Mir persönlich aber zu nicht so knallig genug. Höre ich mir mal Light an. Das ist ja gar nicht mal unterschiedlich. Den kenne ich schon tatsächlich.
Aber würde ich jetzt was dazu inspiriert machen, das ist ja nicht sein Holo-Stil, den er sonst immer macht. Birdmix, ein Song, der gesponsert ist? Ah nee, das ist ein Mix. Das hier ist schon viel mehr mein Stil. Ich glaube, ich würde mich dann daran versuchen. Sein Stil erinnert mich sehr an den von Valentine. Den mag ich auch extremst. Ich möchte mal gleich sofort beim Drop anfangen. Ah, nee, warte, was ich immer am Anfang mache. Einen OTT in den Master reinsetzen. Ungefähr bei diesen Einstellungen belassen. Und dann noch einen Equalizer in den Master, der dann die ganzen komplett hohen Frequenzen wegnimmt und die ganz tiefen rausnimmt. So, Zero. Ich habe da eine Gitarre gehört, deswegen werde ich mal eine Fake-Gitarre, die ich mal selber gemacht habe, einspielen. Da. Oder auch tiefer. Ich finde die ganz gut gemacht. Die werde ich jetzt erstmal verwenden. Nimm da schon mal die tiefen Frequenzen jedoch schon mal raus. Jetzt brauche ich aber eine Melodie, ist das Problem. Bin ich originell und mache eine eigene oder nehme ich mir eine MIDI-Datei? Ich verschiebe das mal von D-Moll auf C-Moll, weil ich mag einfach den Klang vom C-Moll viel eher. Dann mache ich mir einen Sampler und ersetze den mit Nexus. Lass, glaube ich, erstmal so ein Klavier einspielen. Was gerade noch zu hören? Kick und sehr viel Bass. Und Snare. Und das ziemlich modern Trap angelehnt. Dann nehme ich mir einfach mal irgendeine Snare. Die klingt sehr gut dafür. Und ich habe hier noch einen Knob eingestellt, der lässt das Ganze viel basslastiger klingen. Dann mache ich noch eine Sidechain drauf. Ich mag das. Ich mache da jetzt nochmal eben Sub-Bass rein. Och, Daniel, ne? Das klingt sehr schön. Um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Charakter zu geben, mache ich da so ein Pitchpad rein. So dass das Ganze zu Anfang zum Beispiel gerade hochgeht. Genau das meine ich. Wobei das auch ein bisschen hängen könnte bei mir auf FL Studio. Kauft mir bitte einen neuen Computer. Ich würde da bei mir gerne nur ein paar Rides hinzufügen. Ich verwende übrigens deswegen extrem viele Cymatic Samples, weil sie so richtig einfach zu benutzen sind. Machen wir mal in Serum mal ein paar Super Chords, Super Stacks, Super Saws, keine Ahnung. Das klingt ganz okay. Ich möchte noch ein bisschen Höhe hinzufügen mit einer Square, glaube ich, ist das. Warum funktioniert das auch? Ich meine, das kann vielleicht auch daran liegen, dass das Mastering auf dem Kopfhörer ein bisschen komisch klingen könnte. Deswegen könnte das Ganze hier auch ein bisschen off vielleicht klingen von dem, was ihr sonst von mir hört. Ich möchte einen Backup-Sänger dazu haben irgendwie. Also quasi so etwas, was das hier nachmacht. Aber nochmal ein bisschen anders. Vielleicht so eine Harmonie. Genau sowas ungefähr, aber ich weiß nicht, was ich dafür nehme. Oh, ich könnte mich selber nehmen. Ich nehme mal kurz mich selber in Edison auf. Au. Aber ich höre mich selbst. Cool. So, das ist richtig viel Background Noise. Das filter ich mal aus mir selber raus. Klingt gut. Das bin ich. Warum hört man nichts? Warum hört man auf einmal nichts? Da kommt auch nichts. Normalerweise hört man hier dann, wie die Musik klingt. Warte mal, ein anderes Projekt. Das hier war das Problem. Ich hatte das auf aus, dann hört man gar nichts. Seht ihr, wie enttäuscht ich von mir selber bin? Also weiter. Leute, wir machen Fortschritt, aber so richtig. Jetzt frage ich mich noch, was für Vocals füge ich hinzu. Ich habe gerade diese ganzen Stems hier da drin.
Okay, der Drop wäre, glaube ich, ungefähr fertig. Ich würde das Ganze nochmal verdoppeln und dann nochmal ein bisschen mehr Wusch machen. Aber ich glaube, jetzt bewege ich mich zur Strophe und ich möchte da lieber das kurz halten. Ich halte mich da simpel und benutze einfach nur die Strophe, die da drin ist. Es könnte sein, dass ich so klinge, als würde ich jeden Moment einschlafen, aber es ist auch momentan. Wieso schaue ich auf mein Handy, wenn ich auch die Uhrzeit unten rechts am Rechner habe? Es ist momentan 2.54 Uhr und ich bin orange. Danke. Ich lasse lieber noch irgendwie was Orchestra, Violinen oder sonstiges mäßiges mit einspielen. Alles zusammen möchte ich nicht abspielen lassen, aber ich möchte das Höchste und das Tiefste mal hören. Ich möchte nochmal in seinen Stil reinhören. Ich möchte vielleicht doch einen Solo-Part für den Lied im Drop im Aufbau haben, falls man das so versteht. Noch besser rede ich. Lass mal die Melodie, die im Drop gespielt wird, von einem richtig akustischen oder orchestralischen Instrument abspielen. Wieder REFX Nexus, das hat die besten Instrumente, finde ich. Es fängt an richtig zu hängen, ich muss langsam aufhören. Dann noch ein richtig generic Impact. Oh ja, das ergänzt sich super zum Stil. Ich finde das übrigens nicht schlecht, dass ihr alle Sanholo vorgeschlagen habt. Dann ist wenigstens die Folge, sage ich mal, jetzt schon zu Ende, falls euch das Format überhaupt gefällt und ich das fortführen soll. Und dann kann ich das auch schneller schneiden und dann bin ich auch schneller fertig. Und dann heißt das, dass die Folgen nicht so viel Videoschnitt brauchen. Und Videoschnitt ist immer das, was Motivation raubt. Mein Computer hält das wirklich auf Dauer nicht mehr aus. Dann brauche ich noch einen Generic Aufbau. Dann lasse ich nochmal den Refrain vom Song im tatsächlichen Drop nochmal abspielen. Drums vorm Drop. Oh. Oh. Ja, das klingt super. Ich möchte irgendwie nochmal so Backup-Vocals haben, die eine ganze Oktave höher sind. Deswegen dupliziere ich die Vocals. Dann lasse ich das Ganze eine Oktave hoch. Das würde sicherlich schön klingen. Boah, ich sage eigentlich nur, ich mache das. Ich wäre gerade richtig kreativ, ich bin stolz auf mich. Oh, das ist eine gute Idee, glaube ich, für ein Outro. Das war voll gut. Ich glaube, ich wäre jetzt fertig mit dem Lied. Oh mein Gott, ich habe in knapp einer Stunde ein Sanholo-Stil-Projekt Coolio. Glaube, ich beende die Aufnahme jetzt. Ich will schlafen gehen. Ich habe das Projekt gespeichert. Ich werde das nachher ändern. Ich werde dann noch mal ein paar Final Touches machen. Sagt mal was in den Kommentaren. Hat es euch gefallen? Falls das nicht das Einbär-Erlebnis war, was ihr erwartet habt, es tut mir leid, sagt mir, was ich besser machen kann. Die nächsten Folgen sollten besser werden, sollte ich das Format überhaupt weiterführen. Ansonsten, danke, dass ihr da wart und... Laughter and voices beyond the clouds, over the mountains, we'll run away.